Hallo und herzlich willkommen zum Online-Keyboard-Kurs der Musikschule Neuhof. Heute die Lektion 3 und wie versprochen lernen wir heute das erste Lied zusammen. Das Lied Hänsel und Gretel. Rechte und linke Hand zusammen und am Schluss auch noch mit Rhythmus, Begleitautomatik und allem drum und dran. Schauen wir uns erst einmal die Noten an. Du hast in der ersten und zweiten Lektion das Wichtigste ja schon kennengelernt. Heute müssen wir noch was dazulernen, und zwar ein neuer Notenwert, die punktierte halbe Note. Also halbe Note mit Punkt nennt man punktierte halbe Note. Diese Note hat drei Schläge. Warum? Und zwar gibt es in der Musik Regeln, und die Regel mit dem Punkt lautet: Der Punkt hinter einer Note verlängert diese um die Hälfte ihres Wertes. Das heißt, immer wenn eine Note mit Punkt erscheint, wird diese um ihre eigene Hälfte verlängert. Eine halbe Note hat zwei Schläge, die Hälfte von 2 ist 1, dazu gezählt ergibt 3. Deshalb muss ich bei der punktierten halben Note bis 3 zählen. Dann siehst du hier, ich nenne es mal ein Zickzackzeichen, das nennt man eine Viertelpause. Es gibt für jeden Notenwert eine entsprechende Pause, und das hier ist die Viertelpause, hat genau wie die Viertelnote einen Schlag Wert, das heißt, ich habe hier einen Schlag Pause. Ich zähle also hier bei dieser Note bis 3 und auf den vierten Grundschlag habe ich einen Schlag Pause. Die rechte Hand spielt die sogenannte Melodie. Die schauen wir uns als erstes einmal an. Die rechte Hand befindet sich in der sogenannten Grundstellung, die du ja schon kennengelernt hast, also Daumen auf dem C1, ungefähr in der Mitte vom Keyboard, vor der Zweiergruppe, dann alle Finger nebeneinander. Die Melodie beginnt mit dem fünften Finger. Ich spiele sie einmal vor und zeige dabei die Noten mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3, Pause. Die rechte Hand musst du nun üben, bis du sie flüssig spielen kannst, und dann kommen wir an die linke Hand. Die linke Hand spielt die sogenannten Akkorde. Die Akkorde stehen in Form von Symbolen über der Melodie. Nun, was ist ein Akkord? Ein Akkord besteht immer aus mindestens 3 verschiedenen Tönen. Welche Töne du bei dem entsprechenden Akkord spielen musst, zeige ich dir hier an dieser Akkordtabelle. Für den C-Dur-Akkord musst du diese Tasten spielen, also der Zeigefinger wieder ein C, der Daumen ein E und der kleine Finger ein G. G-Dur-Akkord, die Töne G, H, D. Das musst du auswendig lernen, weil in dem Lied ja nur die Symbole zu sehen sind. Ich zeige dir das auf der Tastatur. Um Akkorde zu spielen, musst du zunächst aber deine Tastatur splitten, also teilen. Man teilt die Tastatur am besten bei dem Fis unter dem C1. Hier ist das C1, hier dieses Fis, da teilt man die Tastatur. Wie das funktioniert, entnimmst du am besten der Bedienungsanleitung deines Keyboards. Dann wird die linke Hand hier aufgelegt, der Zeigefinger auf dem C unterhalb von dem C1. Alle Finger nebeneinander. Für den C-Dur-Akkord müssen wir den Daumen
eine Taste weitersetzen. Dann werden gespielt jetzt der fünfte Finger, der zweite Finger und der erste Finger, die Töne G, C und E. Gleichzeitig die Tasten drücken, wieder loslassen und das mehrmals machen, bis du das gut im Gefühl hast. Dann für den G-Dur-Akkord musst du die Hand nicht großartig verschieben, sondern der Daumen geht einfach wieder zurück auf das D. Und dann müssen wir die Töne spielen G, H und D, die Finger 5, 3, 1. Wieder gleichzeitig nach unten bewegen. So, jetzt musst du versuchen, die Akkorde C-Dur und G-Dur hintereinander zu wechseln, bis du so flüssig spielen kannst. Also C-Dur, G-Dur, C-Dur und G-Dur. Wenn du das kannst, können wir das Lied dann mit beiden Händen zusammenspielen. Noch eine Erklärung dazu. Also hier steht ja das C-Symbol. Dann musst du den C-Akkord an dieser Stelle mit dem fünften Finger der rechten Hand gleichzeitig anschlagen. Wenn die Melodie weiterspielt, die linke Hand nicht absetzen, sondern liegen lassen, bis an dieser Stelle eben der Akkordwechsel kommt. Dann wiederum den G-Akkord mit dem zweiten Finger der rechten Hand gleichzeitig spielen und so weiter. Ich spiele das einmal vor. Rechte Hand in die Grundstellung. Rechte Hand beginnt mit dem fünften Finger, also mit dem kleinen Finger, linke Hand C-Dur. Das nun wieder üben, bis du das flüssig spielen kannst und dann können wir am Schluss noch den Rhythmus dazu nehmen. Dazu musst du erst einen Rhythmus wählen, einen Viervierteltakt. Ich habe hier den Schlager Pop gewählt, beim Yamaha Keyboard. Du kannst auch einen Marsch oder einen Popmarsch wählen oder einen 8-Beat. Das Tempo nicht zu schnell wählen, ich habe das Tempo 100, du kannst es auch erstmal auf 90 setzen und dich dann langsam steigern. Wichtig ist, dass wenn man mit Rhythmus spielt, auch ein gutes rhythmisches Gefühl hat. Das heißt, man soll mit dem Rhythmus auch mitzählen können, ohne auf die Anzeige des Keyboards achten zu müssen. Ein kleiner Tipp, man kann sich gut an dem Bass orientieren. Ich lasse mal den Rhythmus laufen und wir achten auf den Bass. Bam, bam, bam. 1, 2, 3, 4. Wenn man das sicher kann, dann kann man eben zusammen spielen. Wenn man sich einmal verspielt, sollte man nicht wieder von vorne anfangen, sondern immer an einem Takt anfangen. Oder an den nächsten Takt anfangen, wo man sich verspielt hat, wieder einsteigen, dazu aber auf den Rhythmus achten und dann gleichzeitig mit dem ersten Schlag wieder beginnen. Ich spiele das zum Abschluss vor.
So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal, dein Peter Neuhof.